Hey ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Es ist soweit, Catrice hat die Herbst-Winter-Sortimentsumstellung rausgebracht. Natürlich ganz passenderweise in den Tagen, wo ich meinen Sommerurlaub nicht zu Hause verbracht habe. Ich war 3 Tage unterwegs und ja, ausgerechnet dann kommen sie mit ihrem Update raus. Deswegen kommt das Video erst heute. Ja, ich hätte es gerne ganz zeitnah gepostet, aber das war einfach nicht möglich. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das und es kommt für euch noch rechtzeitig. Es gibt übrigens das komplette neue Sortiment schon bei Catrice Online zu bestellen. Ich habe selber auch schon meine Bestellung aufgegeben. Ich kann euch gleich auch noch verraten, was ich mir bestellt habe, was ich testen werde. Und ja, zu den Sachen, die im Sale sind, kann ich leider nicht so viel sagen. Ich habe bisher nicht, also auf Catrice Online steht nicht, welche Produkte das Sortiment verlassen. Was aber ja auch so ein bisschen klar ist, weil online gibt es die Sachen immer noch ein bisschen länger als in den Theken. Ich habe bei Netty auf Instagram so einen kleinen Schwenk durch die Sale-Theke gesehen, aber bisher auch nur bei ihr. Ich verlinke euch gerne ihren Instagram-Account hier unten, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ja, da könnt ihr so einen kleinen Blick erhaschen auf die Sachen, die dann im Ausverkauf sind. Was ich erkannt habe, ist eine von diesen länglichen Paletten, und zwar die Next Gen Nudes Palette. Die kann ich euch beispielsweise sehr empfehlen, euch im Sale nochmal zu sichern. Die finde ich sehr schön. Und ich habe auch gesehen, dass eine von diesen Five in a Box Lidschattenpaletten das Sortiment verlässt, und zwar die mit dem Blauton drin. Finde ich auch ganz gut, also wenn ihr die noch reduziert erwischt, macht ja auch nichts verkehrt. Ansonsten natürlich verlassen einzelne Farben von Lippenprodukten, von Nagellacken das Sortiment, das konnte ich aber nicht genau sehen. Und ja, ich stelle euch heute nur die Neuheiten vor, aber auch alle Neuheiten, also sowohl die ganz neuen Produkte als auch die Farbupdates, die habe ich nämlich auch gefunden. Ich rutsche ein Stück zur Seite, damit ich euch hier die Bilder einblenden kann. Hier unten könnt ihr die Preise jeweils sehen und ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Ich fange mal chronologisch an mit erstmal der Gesichtspflege, glaube ich. Es gibt einige Pflegeprodukte wieder bei Catrice. Das ist ja seit gut einem oder anderthalb Jahren auch so ein Teil von Catrice, dieses Skincare, was sie regelmäßig rausbringen. Da haben wir einmal die Pore Clarifying Mask. Das ist eine Gesichtsmaske in so einem Tiegelchen, ja, die einfach dafür sorgen soll, dass die Poren ein bisschen geklärt werden. Also für reinere Haut soll diese Maske sorgen. Außerdem gibt es ein Enzym-Peeling-Puder, das nennt sich Enzym-Peeling-Powder. Das ist eben etwas, was ihr mit Wasser emulgiert, dann einfach wie ein normales Peeling im Gesicht verteilt, nur dass eben dieses Enzympeeling keine Peeling-Körnchen drin hat, sondern auf chemische Weise wirkt. Sowas ist immer so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen aggressiver zur Haut als so ein oberflächliches Peeling mit diesen Körnchen. Deswegen muss man nach so einem Enzympeeling auch unbedingt auf einen hohen Lichtschutzfaktor setzen, den verwenden, weil die Haut halt sehr empfindlich ist, gerade für UV-Strahlen. Also da immer dran denken. Und aus dieser Energy-Reihe gibt es auch noch die Boost Hydrogel Eye Patches, also ja, so Patches für die untere Augenpartie. Wenn die eben ein bisschen müde, ein bisschen angeschwollen ist, könnt ihr diese Patches aufkleben, um die so ein bisschen zu kühlen und natürlich mit viel Feuchtigkeit zu versorgen, dass die einfach so ein bisschen praller und frischer wirkt. Sowas benutze ich ganz gerne. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mir die Patches mitbestellt habe. Ich finde sie ein bisschen teuer, wenn man sie so vergleicht mit so Augenpatches, die ihr von Balea oder Isana oder dieser Marke Yuti bekommt. Deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie mir bestellt habe. Ihr werdet sehen, wenn ich euch die Sachen zeige. Ja, was gibt es noch? Es gibt noch 2 Sachen, die über Nacht einwirken sollen. Und zwar einmal das Youth Repairing Sleep Oil. Das ist ja ein Öl in so einer Glasflasche, was ihr euch aufträufeln könnt, einarbeiten könnt, was natürlich einen sehr hohen Pflegeanteil hat. Also durch dieses Öl wird natürlich die Haut reichhaltig gepflegt, soll einfach so die Hautregeneration über Nacht unterstützen und einfach für einen frischen, jugendlichen Teint sorgen.
Und es gibt auch für über Nacht die Night Repair Lash and Brow Mask. Das ist quasi so ein, ja, eine Maske, die ihr auf die Augenbrauen und auch auf die Wimpern geben könnt. Einfach auch, um diesen Härchen ein bisschen extra Pflege zu geben. Für die Wimpern und Augenbrauen gibt es außerdem noch das Super Boost Lash and Brow Serum. Das soll eben dafür sorgen, dass die Wachstumsphase der Härchen verlängert wird. Also dass die nicht so schnell ausfallen, dadurch eben mehr Härchen da sind und die Wimpern und die Augenbrauen voller wirken. Wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. Also es ist im Verhältnis zu anderen Seren für Wimpern und Augenbrauen relativ günstig. Muss man ausprobieren. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass günstigere Produkte nicht so gut wirken, aber so günstige Produkte, also damit habe ich jetzt persönlich noch keine Erfahrung gemacht. Dann gibt es reichlich Pflege für die Lippen, und zwar einmal aus der Clean ID Serie. Also Clean ID bedeutet, dass die Inhaltsstoffe zu einem sehr hohen Prozentanteil natürlichen Ursprungs sind. Aus der Clean ID Serie gibt es einmal das Protecting Lip Serum. Das soll einfach eure Lippen so vor schädlichen Umwelteinflüssen bewahren, schützen. Und es gibt auch das Plumping Care Lip Oil. Das ist ein Öl, was natürlich einmal die Lippen pflegen soll und gleichzeitig eben durch diesen starken Glanz dafür sorgen soll, dass die Lippen optisch so ein bisschen voller wirken. Außerdem gibt es jetzt nicht aus der Clean ID Serie den Lip Cushion Protecting Multi Balm. Das Produkt kommt in einer Tube über so einen Kissenaufsatz. Wird das aufgetragen, also so ein Schwammaufsatz, und soll eben auch die Lippen schützen, pflegen. Und es gibt das Lip Smoother Caring Lip Scrub. Das ist eben ein Lippenpeeling, also mit kleinen Peelingkörnchen, was eben eure Lippen von trockenen Hautschüppchen befreien soll, sie wieder geschmeidig machen soll und pflegen soll. Und es gibt auch noch ein Youth Lip Serum. Ja, ein Lippenserum, also eine Flüssigkeit, um die Lippen jugendlicher aussehen zu lassen. Also einfach viel Feuchtigkeit und Pflege zu spenden. Gut, das waren die ganzen Pflegeprodukte. Ich habe noch eine Sache, die so ein bisschen zur Gesichtsreinigung dient. Und zwar gibt es jetzt die Wash Away Make-up Remover Pads. Das sind wiederverwendbare Abschminkpads, also so ähnlich wie Wattepads, nur eben, dass ihr sie in der Waschmaschine ganz einfach wieder sauber machen könnt. Ihr müsst sie nicht wegschmeißen, sie halten recht lange. Ich habe selber auch solche Abschminkpads schon seit Jahren in Gebrauch, immer wieder gewaschen, also da passiert nichts mit, die waschen sich wieder sauber und die könnt ihr immer wieder verwenden. Sowas ist natürlich schön nachhaltig und unterstützenswert, und das gibt es jetzt eben auch von Catrice. Dann mache ich jetzt weiter mit dem Make-up quasi, und zwar mit dem Primer. Es gibt zwei verschiedene neue Primer. Einmal einen aus der Clean ID Serie. Das ist der Anti-Redness Serum Primer. Also wieder ein flüssiger Primer in so einem Glasfläschchen, der gegen Rötungen sorgen soll. Also ich schätze mal, dass der die Haut so ein bisschen beruhigen soll. Ich glaube jetzt nicht, dass der irgendwie Farbe drin hat, dass irgendwie die Rötung abgedeckt werden. Kann ich mir bei einem flüssigen Produkt nicht vorstellen. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Aber er soll eben gegen Rötungen wirken. Und es gibt einen neuen Primer, der nennt sich Grip and Last Putty Primer. Der kommt in so einer Dose. Und der ist eben fest von der Textur, von der Konsistenz, und der soll eben so eine richtig klebrige Base bilden, auf der das Make-up dann besonders gut halten soll. Ja, kann ich mir jetzt persönlich nicht so gut vorstellen, weil ich sowas noch nicht ausprobiert habe. Also solche richtig festen Primer kenne ich persönlich eigentlich noch gar nicht. Ich habe, wenn denn, cremige oder eben flüssige Primer bisher verwendet. Finde ich auf jeden Fall spannend, ist mal was Neues, und vielleicht ist das ja interessant für den einen oder anderen von euch. Dann wird es ein neues Make-up geben, was es eigentlich schon mal gab. Es ist so eine kleine Neuauflage, und zwar das All Matte
Shine Control Make-up. Ich glaube, sonst hieß es immer All Matte Plus Make-up. Das war auch sehr beliebt bei vielen. Ich habe es nie ausprobiert, aber ich weiß, dass es sehr viele in ihren Favoriten damals hatten. Also es gab es schon sehr, sehr lange. Und jetzt ist das eben scheinbar überarbeitet. Es soll eben ein mattes Finish hinterlassen, gerade wahrscheinlich für eher ölige Haut geeignet sein, damit eben die Haut nicht so schnell wieder anfängt zu glänzen. Dagegen soll das Make-up eben wirken. Und ja, das gibt es in 6 unterschiedlichen Farbnuancen. Passend dazu gibt es auch das All Matte Shine Control Powder Healthy Look, nennt sich das. Das gibt es in 2 verschiedenen Farbvarianten, wobei es so ein Duo-Produkt ist. Also es besteht schon aus 2 verschiedenen Farben, aber eben einmal etwas heller, einmal etwas dunkler. Und das soll eben auch dafür sorgen, dass die Haut sehr gut abmattiert wird. Es gibt auch noch ein zweites neues Puder, und zwar das Loose Banana Powder. Dieses Loose Powder gibt es ja schon in verschiedenen Varianten oder gab es in verschiedenen Varianten, die mittlerweile ausgetauscht wurden. Und dieses Banana Powder hat eben als Besonderheit, dass es so ein bisschen gelblich ist. Also ja, gerade für so eher beige, gelbliche Hautuntertöne ist das ganz gut, weil das sehr schön die zum Beispiel untere Augenpartie ja so ein bisschen aufhält. Also nicht nur den Concealer beispielsweise einarbeitet oder andere flüssige Produkte oder cremige Produkte, sondern eben auch gleichzeitig so ein bisschen aufhellend ist, ohne eben so einen starken Weißschleier zu machen. Also Banana Powder benutze ich eigentlich ganz gerne. Ich habe es mir jetzt nicht bestellt, weil ich wirklich noch genug Puder habe, die ich aufbrauchen muss. Aber ich finde es auf jeden Fall eine interessante Neuheit. Einen neuen Concealer gibt es nicht direkt, aber es gibt die Camouflage Cream quasi auch einmal neu überarbeitet in einer lilafarbenen Dose, in einem lilafarbenen Tiegel. Früher war das ja schwarz, wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall ist es die Ultimate Camouflage Cream jetzt, also das Ultimate ist neu dazugekommen. Das ist eben eine sehr, sehr feste, sehr deckende Creme, die eben ja zum Beispiel für Pickelmale gut geeignet ist, weil die halt wirklich krass abdeckend ist. Die gibt es in 6 unterschiedlichen Farbtönen. Dann habe ich noch 2 neue Fixing Sprays entdeckt. Einmal wieder aus der Clean ID Serie. Das habe ich mir auch bestellt. Das ist das Hyaluronic Fixing Spray. Also ein feuchtigkeitsspendendes, Make-up-fixierendes Spray, was ihr eben, wenn ihr das Make-up fertig habt, euch aufsprühen könnt. Das soll eben einmal dafür sorgen, dass das Make-up nochmal besser mit der Haut verschmilzt, einfach nochmal ein bisschen strahlender ist und in dem Fall eben auch so ein bisschen Feuchtigkeit spenden. Es gibt auch noch ein zweites Spray, das nennt sich Fix and Protect Spray. Das soll unter anderem gegen Blaulicht schützen oder vor Blaulicht schützen. Blaulicht kommt zum Beispiel aus so Bildschirmen. Also ihr kennt vielleicht Blaulichtbrillen, also diese Blaulichtfilterbrillen, die einfach ein bisschen, ja, es ist ein bisschen gesünder für die Augen, wenn das blaue Licht aus diesem Bildschirm rausgefiltert wird. Ich habe jetzt noch nie gehört, dass dieses Blaulicht auch schädlich für die Haut ist. Weiß ich jetzt nicht, ob man irgendwie auf diesen Blaulichtfilterzug aufgesprungen ist oder ob das wirklich dagegen hilft. Also falls ihr das wisst, schreibt es sehr gerne mal in die Kommentare. Ich habe davon noch nie gehört. Ja, vielleicht ihr. Es gibt 2 neue Bronzerarten. Und zwar beide nennen sich Holiday Skin. Und einmal ist es der Serum Bronzer. Kommt in so einer Tube. Ist also ein flüssiges bis cremiges Produkt. Flüssige Bronzer habe ich schon mal ausprobiert. Funktionieren eigentlich ganz gut, vor allem wenn man eher eben nicht diese Puder-Finishes mag, sondern das wirklich schön leuchtend haben will, das Gesicht einfach eher auf Cremeprodukte setzt. Muss man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig dosieren, weil ich schätze, das wird sehr dunkel sein, aber eigentlich lassen sich solche flüssigen Bronzerprodukte ganz gut zum Beispiel mit einem Beauty-Schwämmchen einarbeiten in die Haut. Das Ganze gibt es aber auch als Puder-Variante, und zwar in 2 unterschiedlichen Farbvarianten, einmal ein bisschen heller, einmal ein bisschen dunkler. Das ist der Holiday Skin Luminous Bronzer. Den habe ich mir auch bestellt in der helleren Nuance. Ja, fand ich einfach sehr ansprechend und
Ja, Luminous Bronzer finde ich auch immer sehr schön, wenn die einfach noch so ein bisschen Schimmer drin haben, wodurch einfach die Haut nochmal so ein bisschen aufgefrischt wird. Es gibt noch ein weiteres Serum, und zwar das Natural Tan Serum. Das finde ich ganz interessant, denn es ist quasi so ein Selbstbräuner-Serum. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob man sich das direkt aufträgt oder ob man sich das in eine Creme mischt, so wie ich das zum Beispiel von meinem Beautymates Selbstbräunungsbooster kenne. Das muss ich nochmal rausfinden, blende ich euch hier gerne ein, wie da die Anwendung ist. Könnte ganz interessant sein, also wenn das gut funktioniert. Wie gesagt, von meinem Beautymates Selbstbräunungstropfen bin ich ja wirklich sehr, sehr angetan, sehr, sehr begeistert. Die funktionieren wirklich ganz, ganz toll. Ja, vielleicht ist es ja eine Alternative. Weitere Tarnprodukte sind einmal eine Palette, die habe ich mir auch bestellt, die Coral Lights Blush and Highlighting Palette. Ja, die besteht eben aus verschiedenen Blushes oder Highlighterfarben, so mehrere in einer Palette. Gab es, ich überlege gerade, ob es von Catrice schon mal so eine Palette gab, so eine längliche. Also von Essence gab es so eine, die Hey Cheeks Palette, glaube ich, nannte die sich. Von Catrice bin ich mir gerade gar nicht sicher. Naja, auf jeden Fall ist die hier neu und ja, die fand ich sehr interessant. Und es gibt bei den Blush Boxes eine Farbnuance dazu, und zwar bei dieser Glowing and Multicolor Serie. Diese Farbe hier, das ist so ein ja, etwas dunklerer, rötlicher Ton gemischt mit einem helleren Ton. Ich finde diese Blushboxen sehr schön, also gerade diese Glowing-Variante. Ich habe davon auch eine Farbe hier hinter mir in meiner Sammlung. Finde ich wirklich sehr schön, eben durch dieses Glowy, dieses leicht Schimmernde, dass die Haut einfach schön frisch aussieht. Und ja, das ist jetzt hier ein etwas dunklerer Ton. Ich glaube, das waren alle Produkte zur Teint-Kategorie. Dann komme ich zur Kategorie Augen-Make-up. Das finde ich ja auch immer sehr, sehr interessant. Da bin ich immer sehr neugierig drauf. Da fange ich natürlich gerne mit den Lidschatten an, mit den Lidschatten-Neuheiten. Es gibt einmal ein Farbupdate, wie eigentlich zu jeder Sortimentsumstellung von diesen Art Couleur Lidschatten. Das sind diese ganz einfachen Monolidschatten im Catrice Sortiment. Da gibt es drei neue Glitterfarben diesmal. Also ja, mit einem doch sehr stark glitzerigem Finish. Also zumindest sieht es auf den Bildern so aus. Dann gibt es aus der Clean ID Serie eine neue Lidschattenpalette, die Mineral Eyeshadow Palette. Die gibt es ja so schon im Standardsortiment mit eher natürlichen erdigen Farbtönen, und das hier ist so ein kleiner Farbtupfer mit so ein paar, ja, so Beeretönen. Ich glaube, da ist auch ein grünlicher Ton mit bei. Auf jeden Fall mal was anderes, aber ich habe gelesen, diese Clean ID Lidschatten sind jetzt von der Qualität her nicht ganz so überzeugend gewesen bei vielen. Deswegen, ich habe sie nie ausprobiert. Vielleicht, wenn es die bei mir in der Catrice Theke geben sollte, würde ich sie auf jeden Fall mal swatchen, mir mal einen Eindruck machen. Aber die kam jetzt nicht in meinen Einkaufskorb. Aber ich habe mir die neue Pro Slim Eyeshadow Palette bestellt in der Farbe Natural Spirit. Ich habe bisher alle von diesen länglichen Paletten, die letzten beiden aus dem Frühlingsupdate, die konnten mich ja nicht so wirklich überzeugen. Die fand ich leider gar nicht so gut, aber die anderen drei, die es vorher gab, die finde ich mega. Und ja, die sieht eigentlich auch zumindest von den Farbtönen her aus, als ob die gut Farbe abgibt. Also die beiden letzten, die waren ja relativ hell. Die haben einfach nicht so überzeugt von der Pigmentierung. Bei der hier hoffe ich, dass es wieder besser ist. Auf jeden Fall habe ich sie mir mitbestellt. Und es gibt auch noch von diesen Five in a Box Lidschatten Paletten, also diese Mini-Paletten, zwei neue Nuancen. Einmal eine, ja, so Smoky-Variante. Die habe ich mir jetzt nicht bestellt. Das ist nicht ganz so mein Ding. Das, finde ich, steht mir nicht so gut, diese Farbkombination. Aber die zweite Farbauswahl habe ich mir dann bestellt. Das sind schon eher meine Farben, ihr wisst es, ne? Rot, Gold, das trage ich wirklich sehr, sehr gerne, und ja, die ist mit in meine Bestellung gewandert.
Ja, das war's an Lidschatten. Dann habe ich Mascaras natürlich neue gefunden. Mascaras gibt es auch immer im Update. Einmal eine ganz neue Mascara und zwar die Lash Changer Volume Mascara. Die gibt es einmal in der normalen Variante und auch einmal in der wasserfesten Variante. Und es gibt die Glam & Doll Mascara in der Sensitive Volume Variante. Also Glam & Doll ist ja eine bekannte Mascara-Reihe im Catrice-Sortiment und die gibt es eben jetzt auch in der Sensitive-Variante. Also falls ihr empfindliche Augen habt, ist das vielleicht was für euch. Genau, das sind die beiden neuen Mascaras und in dieser Sensitive-Reihe gibt es auch einen neuen Liquid Eyeliner, ganz klassisch in Schwarz. Ansonsten habe ich noch gefunden die 20-Hour Ultra Precision Gel Eye Pencils. Da gibt es insgesamt 8 verschiedene Farben von. Das sind einfach sehr cremige Kajalstifte. Die könnt ihr auf der Wasserlinie, am unteren Wimpernkranz oder auch als Eyeliner auftragen, je nachdem, wie ihr das möchtet. Die sind wasserfest. Ich glaube, das hatte ich schon gesagt. Für die Wimpern gibt es auch noch ein neues Tool und zwar den sogenannten Lash Separator. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, wenn eure Mascara die Wimpern an einer Stelle so ein bisschen blöd zusammenbappt und ihr das einfach nicht mehr auseinander bekommt, dann soll dieser Lash Separator helfen, da das quasi einmal durchzukämmen und wieder auseinanderzuziehen. Ich könnte mir vorstellen, das mal auszuprobieren, ihn mir aber jetzt erstmal noch nicht mitbestellt. Ich meine, natürlich kann man das auch mit so einer Bürste hinkriegen oder vielleicht hat, oder manchmal haben ja so Augenbrauenprodukte auch so einen Kamm dran. Damit könnte man das natürlich auch hinbekommen. Aber finde ich an sich auf jeden Fall ein sinniges Produkt, wenn es denn gut funktioniert. Für die Augenbrauen habe ich auch neue Produkte gefunden und zwar einmal die 72-Hour Natural Brow Precise Liner. Gibt es in 4 unterschiedlichen Farbvarianten. Das sind quasi wirklich so wie Eyeliner, aber für die Augenbrauen. Also ich schätze mal, dass die für sehr ausdrucksstarke, sehr farbintensive Augenbrauen gedacht sind. Und 72 Stunden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie die Augenbrauenhärchen wirklich so ein bisschen einfärben und eben dadurch auch über mehrere Tage drauf halten. Ja, ich trage zwar hin und wieder auch gerne mal ein bisschen kräftiger betonte Augenbrauen, aber ich glaube, das wäre mir persönlich ein bisschen too much, aber ja, ausprobiert habe ich es natürlich noch nicht. Es gibt auch noch 2 Augenbrauenprodukte wieder aus dieser Clean ID-Reihe. Einmal das Brow Powder Duo, gibt es in 2 unterschiedlichen Farbduos. Einfach Augenbrauenpuder. Wenn man schon von sich aus volle Augenbrauen hat, sie nicht mehr so stark nachzeichnen muss, sondern einfach ein bisschen ausfüllen oder auffüllen möchte, dann ist so ein Augenbrauenpuder ganz praktisch dafür. Und es gibt zum Fixieren der Augenbrauen auch noch das Hydro Brow Fixing Gel. Ist eben so ein transparentes Gel, womit ihr dann die Augenbrauenhärchen so ein bisschen festkleben könnt. Ja, das war's mit den Augenprodukten. Dann komme ich jetzt zum Thema Lippenprodukte. Also ich komme zurück zum Thema Lippenprodukte. Die Pflege hatten wir ja schon durch. Jetzt kommen wir mal zur Farbe. Es gibt eine neue Lippenstiftreihe, also eine klassische Lippenstiftreihe. Die nennt sich Vegan Collagen Matte Lipstick. Davon gibt es 10 verschiedene Farben. Ja, eben mit einem matten Finish. Als Farbupdates gibt es einmal eine neue Farbe bei den Ultimate Stay Waterfresh Lip Tints. Das ist so ein ganz hübscher, moviger Farbton, gefällt mir ganz gut. Bei den Powerful 5 Liquid Lip Balms, also diese leicht getönten Lippenbalsame, da gibt es auch eine neue Farbe mit so ein bisschen Schimmeranteil noch mit drin. Und es gibt 3 neue Farben bei den Plumping Lip Linern. Also das ist ja so eine große Reihe im Catrice Sortiment. Und 3 neue Farben. Das sind 2 so Rot-Beere-Töne und einmal ein transparenter Lip Liner. Dann habe ich noch auch als quasi Update zu einer bestehenden Reihe den Volumizing Extreme Lip Booster entdeckt. Ich meine, den gibt es doch schon in verschiedenen Varianten. Jetzt ist das eben so eine türkisblaue Farbe. Gibt es den nicht auch in diesen Chili und
Was war das andere? Ich meine, diese Reihe gibt es schon. Auf jeden Fall ist der aber neu. Es gibt noch den Volumizing Extreme Lip Balm. Also beide Produkte enthalten Inhaltsstoffe. Ich weiß nicht, ob es Minzöl, es könnte Minzöl sein, es könnte Chiliöl sein, die einfach die Lippen so ein bisschen, ja, einfach die Durchblutung der Lippen anregen und die Lippen dadurch so ein bisschen voller wirken lassen. Das ist immer dieser, also vielleicht kennt ihr das, dieser kribbelige, kühlende Effekt. Muss man mögen, ist halt ein bisschen speziell. Und es gibt auch noch aus dieser Lip Glow Serie eine neue Variante, und zwar Peppermint Berry Glow Lip Balm. Das ist eben ja ein Lippenbalsam, der aber, glaube ich, die Lippen auch ein bisschen einfärbt. Ja, eben auch in dem Fall Pfefferminzöl enthält, also auch so ein bisschen kribbelig wirken wird. So, das war's mit den Lippenprodukten. Zum Schluss haben wir natürlich noch die Fingernägel, die bei mir ja immer nackig sind. Ja, da gibt es ein paar Pflegeprodukte, aber auch ein paar Farblacke. Ich fange mal mit den Pflegeprodukten an. Es gibt einmal den Nail Whitening Base Coat. Das ist ein transparenter Lack, der die Nägel, also falls sie so ein bisschen gelblich verfärbt sind, der die einfach wieder weiß machen soll, ein bisschen frischer aussehen lassen soll. Es gibt den Nail Repair Strengthening Rich Filler. Also das sind alles so Produkte, die gibt es eigentlich ständig im Sortiment, aber werden irgendwie ständig auch überarbeitet. Also Rich Filler ist, ja, vielleicht habt ihr das bei euren Fingernägeln auch oder bei einigen Nägeln, dass die sich so riffelig anfühlen, nicht ganz glatt sind von der Oberfläche. Der soll eben dafür sorgen, dass diese Riffel aufgefüllt werden und die Nägel wieder glatt sind. Dann gibt es noch das Nail Repair Overnight Serum. Das ist eben für die Nägel und die Nagelhaut drumherum gedacht, einfach um die intensiv zu pflegen. Und bei den Farblacken haben wir einmal natürlich ein Farbupdate, wie immer, von diesen Ico Nails Gel Lackern. Das ist ja diese Standard-Nagellackreihe, wovon es ganz viele verschiedene Farbtöne gibt. Da gibt es insgesamt 5 neue Farben, ja, ganz verschiedene Farbtöne. Also da ist, glaube ich, wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Und dann gibt es bei der More Than Nude Serie 2 neue Farben. More Than Nude, das sind quasi so semi-deckende Lacke. Also sie sind halb transparent, halb deckend und haben halt so eine ganz leichte Farbe. Und es gibt von dieser More Than Nude Reihe auch noch 3 neue Zusatzlacke sozusagen. Also nicht ein Farbupdate, sondern die nennen sich More Than Nudes Translucent Effect Nail Polishes und die haben eben noch so ein bisschen Schimmer mit drin, was die anderen Lacke aus dieser Reihe nicht hatten bisher. Genau. Ich glaube, dann habe ich euch jetzt alles von meiner Liste hier vorgelesen. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, ob euch dieses Update anspricht. Wie gut findet ihr es? Findet ihr, es ist ein spannendes Update oder denkt ihr so, alles schon mal gesehen, ist irgendwie nichts Neues für mich dabei? Lasst es mich super gerne wissen, auch wenn ihr so spezielle Produkte vielleicht schon zu Hause habt. Vielleicht habt ihr ja schon ein paar Sachen bestellt, vielleicht habt ihr sie schon aus nächster Nähe gesehen. Wie gesagt, im Laden gibt es die Sachen noch nicht, da ist ja erst der Ausverkauf. Ich weiß nicht, wann die Sachen in die Läden kommen werden, aber online könnt ihr euch alles schon mal ein bisschen genauer anschauen und wenn ihr eben wollt, auch bestellen. Ja, schreibt mir einfach, was ihr dazu denkt, wie ihr die Produkte findet, was ihr spannend findet und was nicht. Und ja, dann würde ich sagen, beende ich das Video an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch eine schöne Restwoche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.